Schattenton wendet den Blick ab von seinem Hund und schaut erschrocken auf. Du, wiederhole ich, was verdienst du denn mit deinem neuen Job? Ohne zu zögern, antwortet er trocken, 1 Euro pro Stunde. Ich nicke zustimmend. Siehst du, ich auch. Ich, du, Schrotti, Dr. Senfmann, Speedy und selbst die immer willige hatten 1-Euro-Job. Ist doch komisch, oder? Wieso kannst du in deinem alten Job nicht so weitermachen wie bisher mit einem Monatsgehalt von 2,8 netto, führt Schattenton den Satz zu Ende. Dann überlegt er und selbst der Hund schaut rein, als würde er überlegen. Ja, aber wieso Sklave? Sklaven haben gar keinen Lohn bekommen und wurden gekauft und verkauft. Das ist doch was völlig anderes. Kopfschüttelnd laufe ich um den Tisch. Ja, ja, ist schon klar. Ich will ja auch auf was ganz anderes hinaus. Gedankenversunken blicke ich auf den trüben Teich. Ein Fisch ist schemenhaft an der Wasseroberfläche zu erkennen. Sklave seiner Umstände fällt mir jetzt ein. Dabei zeige ich einen warnenden Zeigefinger. Genau das meine ich. Du, ich, Senfmann, wir sind alle Sklaven unserer selbstgeschaffenen Umstände. Jetzt stehe ich ganz dicht vor Schattenton und fuchtle wild mit dem Finger vor seinem verdutzten Gesicht herum. Mein Buch soll auf die Gefahren dieser Umstände hinweisen, in Form einer Biografie. Durch diese Wegbeschreibung quer durch mein Leben sieht der Leser, welche Gefahren an der jeweiligen Abzweigung des Lebens lauern. Und wenn er aus dem von mir Erfahrenen seine eigenen Schlüsse zieht, kann er von vornherein anders handeln und sein Leben wird nicht so verlaufen wie meins. Schattenton blickt mich erschüttert an. Ich glaube, ich habe ihn überzeugt. Schwungvoll nehme ich meinen Finger aus seinem Gesicht und meine: Und?